Sie prangte heute auf den Titelseiten von 5 rheinischen Zeitungen und wurde im Netz auf Englisch und Farsi übersetzt. Die Kölner Botschaft, unterzeichnet von vielen prominenten Bürgern der Domstadt, von Navid Kermani, Rosemarie Trockel oder auch Wolfgang Niedecken. 4 Forderungen wurden formuliert und sollen ein Zeichen für mehr Toleranz sein. Die Aufklärung des behördlichen Versagens vom Silvesterabend wurde gefordert. Schluss mit der fremdenfeindlichen Hetze. Kampf gegen die bandenmäßige Kriminalität. An erster Stelle aber keinerlei Tolerieren von sexueller Gewalt. Und unter eben dieser ersten Forderung stand, Zitat, blind wäre zu verkennen, dass dem Exzess in Köln ein bedrückendes Frauenbild zugrunde liegt. Dass in manchen Milieus manche Männer ein tiefgreifendes Problem mit Gleichberechtigung haben und uns dieser Machismo auch in Milieus von Menschen arabischer oder orientalischer Herkunft begegnet. Auch oder gerade ist es womöglich die islamische Prägung, die die Grundwerte unseres Zusammenlebens gerade besonders gefährdet. Wir haben Stimmen zum Thema gesammelt. Es ist kälter geworden in Deutschland seit Silvester, auch vor den Anlaufstellen der Flüchtlinge. Die Übergriffe in Köln, die meisten hier haben davon gehört. Und auch davon, dass nicht wenige in Deutschland eine Verbindung sehen zwischen muslimisch-arabischer Herkunft und sexueller Gewalt. Solche Übergriffe haben mit Kultur und Moral einzelner Personen zu tun. Aber wir dürfen nicht pauschalisieren, dass jeder Araber oder Afrikaner so ist. Es kommt darauf an, wie man erzogen wurde. Ich glaube, es hat nichts mit dem arabischen Hintergrund zu tun. Vielleicht sind diese Leute einfach krank. Es gibt viele Flüchtlinge. Und darunter auch Leute, die nach Deutschland gekommen sind und gar kein Asyl brauchen. Die wollen einfach viel trinken und machen Probleme. Und danach gehen sie einfach zurück. Die Bereitschaft zur Gewalt kommt von der Person selbst und nicht vom arabischen Volk oder vom Islam. Es gibt viele Muslime, die freundlich und friedlich sind. Und man kann nicht einfach sagen, dass Gewalt zum Islam dazugehört. Im Berliner Kiezverein Aufbruch Neukölln sind Männer mit Migrationshintergrund organisiert, die zur Solidarität aufgerufen haben mit Opfern sexueller Gewalt. Das ist Schnurrbart. Ja. Und aus schnurrbärtigen anatolischen Männern können auch Engel werden. Männer gegen Gewalt. Mit ihrer Demo in Berlin wollten sie ein Zeichen setzen, aber auch nach den Ursachen der Gewalt fragen. Ich hätte mir gewünscht, wenn es nach mir ginge, dass in jeder Stadt Deutschlands mehrere tausend Männer, unabhängig davon, welche Hintergründe und Vordergründe sie haben, auf die Straße gegangen wären und diese abscheuliche Tat verurteilt hätten. Wir müssen über die Ursachen reden, meint die Journalistin Güna Balci. Aus ihrer Sicht haben männliche Gewalt und muslimischer Hintergrund durchaus miteinander zu tun. Wenn man sich die Atmosphäre in den Großstädten in der arabischen Welt anschaut, dann ist das für Frauen ja schon immer sehr unangenehm, abends unterwegs zu sein. Vor allem alleine ist das eigentlich fast unmöglich. Ja? Da muss man nicht mal nur an den Tahrirplatz denken. Es reicht, wenn man nach Tunis geht und dort abends vielleicht noch mal wagt, irgendwie nach 18 Uhr alleine als Frau unterwegs zu sein. Es ist eine sehr unangenehme Situation. Für ihren neuen Dokumentarfilm Der Jungfrauenwahn hat Güna Balci, deren Eltern selbst aus der Türkei eingewandert sind, wochenlang in arabischen Städten und muslimischen Gemeinden recherchiert. Am Ende ist das der Knackpunkt. Es dreht sich alles um Sex. Es dreht sich alles um das Geschlechterverhältnis. Das ganze archaische Religionsverständnis, diese patriarchalen Strukturen, ja, die kulturell und religiös verfestigt sind. In dem Moment, wo das aufgebrochen wird, in dem Moment, wo der türkische arabische Junge sich nicht mehr schämen muss für seine Schwester, weil sie es wagt, abends in die Disco zu gehen, weil er in einer Gesellschaft lebt, die das toleriert, kann er ablassen. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der kann aber nur stattfinden, wenn man sich auch damit ernsthaft auseinandersetzt. Denn nur so können wir auch den Menschen die Möglichkeit geben, Teil unserer Gesellschaft zu werden, ohne die Gesellschaft so verändern zu wollen, wie es uns vielleicht gar nicht mehr passt. Ja? Seid wütend auf die muslimischen Frauen, wirft die ehemalige Feminaktivistin Sana Ramadani in die Gewaltdebatte. Früher erschreckte sie Heidi Klum mit ihren Aktionen oder die Islamwoche in Berlin mit dem Slogan Fuck Scharia. Jetzt nimmt sie die muslimischen Mütter ins Visier. Gerade in der islamischen Kultur ist es so, dass die Frauen hauptsächlich die Erziehungsarbeit
übernehmen. Die Mädchen und die Jungs werden ausschließlich von den Frauen erzogen. Und wenn die Mutter dem Jungen beibringt, natürlich hat deine Schwester dir zu gehorchen, natürlich muss sie deine Bedienstete sein, du musst eine Jungfrau heiraten, ansonsten ist sie unrein, ansonsten ist sie eine Hure und eine Schlampe. Das sind ja die Werte, die natürlich auch die Mutter weitergibt. Meine Idee wäre vernünftige Bürgerkurse. In der Hinsicht, also speziell für Frauen, in der Hinsicht, dass sie halt auch unsere Geschichte, unsere Frauenbewegung auch wirklich kennenlernen. Auch sehen, was sie für Möglichkeiten haben, was für Rechte sie haben. Sorry, Köln. Drei Flüchtlinge vor ein paar Tagen auf dem Berliner Alexanderplatz. Ein starkes Bild. Das Gespräch aber hat gerade erst begonnen. Und dieses Gespräch führe ich jetzt sehr gerne weiter mit Necla Kelek. Sie ist Expertin für Migrationssoziologie und Frauenrechtlerin. Herzlich willkommen hier im Aspekt. Frau Kelek, der Beauftragte der DİTİB, der türkischen Religionsbehörde für interreligiösen Dialog in Deutschland, der warnt vor einer Kulturalisierung von Verbrechen. Können Sie ihm da folgen oder glauben Sie, dass die Übergriffe von Köln und anderswo sehr wohl ein kulturelles Problem sind? Ich sehe nicht nur ein kulturelles Problem. Ich sehe, also ich selber bin Soziologin und schaue mir die Gesellschaft und deren Strukturen an. Und in diesem Falle muss ich natürlich sehen, in welchen Strukturen sind zum Beispiel die Männer und auch die Frauen groß geworden. Die muslimischen Männer. Die muslimischen Männer und auch die muslimischen Frauen, weil das ist ja jetzt unser Thema. Mhm. Ich meine, nicht der Islam oder die Muslime haben das Patriarchat erfunden. Auf der ganzen Welt gibt es patriarchalische Systeme, hierarchische Systeme in Gesellschaften. Aber in diesem Falle haben wir mit einer muslimischen Gesellschaft zu tun. Und ich schaue mir an, in welchen Strukturen muslimische Menschen halt leben und ja, und ich sehe, dass der Islam schon eine kulturelle Dimension hat und auch die Menschen beeinflusst. Was ist es denn tatsächlich? Ist es dann das Patriarchat, was Sie als besonders großes Problem dann sehen? Ja, also der Islam wird ja immer so ausgeklammert. Also Sie haben ja auch in der Aufzeichnung ja gerade gezeigt, dass der Aufruf heute ja auch bestimmte Punkte nennt. Es ist auch alles richtig, ich würde das auch unterschreiben. Aber der Einfluss des Islam wird ja wieder ausgeklammert und es wird fast immer tabuisiert. Und ich würde das nicht tun wollen. Ich möchte, wenn ich mir die Strukturen ansehe und Islam mir genauso ansehe, dann sehe ich, dass das patriarchalische Strukturen auch der Islam ja, fördert, sogar einfordert, dass muslimische Menschen, Männer, auch patriarchalisch sein sogar sollen. Dann gehen wir doch vielleicht noch mal ganz kurz an die Definition. Denn ich glaube, es wird auch oft ausgeklammert, weil der Islam natürlich ein sehr schwammiger Begriff ist, ohne Grenzen. Ja. Wovon reden wir dann konkret? Von einem Kulturraum, von der muslimischen Gesellschaft, also der Gesamtheit der muslimischen Völker oder von einer Religion? Welche Definition nehmen Sie, wenn wir jetzt weiterreden? Ja, ich sehe mir die islamischen Länder an und stelle den Islam, so wie er einen Anspruch hat, politischen Anspruch, kulturellen Anspruch, gesetzlichen Anspruch, dann schaue ich mir das Buch an, das Heilige Buch, was ja der Koran ist. Und wenn Sie sich genauer mit diesem Buch beschäftigen, dann sehen Sie, dass dieses Buch mehr als ein heiliges Buch ist, sogar eine Rechtsanleitung ist. Mhm. Das heißt, die vielen Gesetze, die in diesen Ländern gelebt werden, sind fast vom Koran übertragen. Und ich merke damit, dass diese Länder keine säkularen Länder sind. Und wenn der Islam so eine wichtige Rolle spielt, sogar in der Gesetzgebung, dann gibt es auch keine Religionsfreiheit. Und welches Männlichkeitsbild und auch Frauenbild zeigt denn der Koran? Also wo ist wirklich was belegbar, was man ankreiden könnte? Also wenn Sie sich das genau ansehen, dann sehen Sie, dass der Mann sehr viele Möglichkeiten vom Allah direkt legitimiert bekommen hat. Da gibt es mehrere Suren, mehrere Verse, wo er darüber bestimmen kann, wen er heiratet, wann er zum Beispiel die Frau verstoßen möchte. Polygamie ist zum Beispiel auch legitimiert. Gewalt an Frauen, falls sie nicht gehorcht, ist legitimiert. Wir haben sehr, sehr viele Verse und auch Suren,
wo die Frau tatsächlich Untertan des Mannes sein kann, nach diesem Buch. Und ich finde, dass wir uns das genauer ansehen sollten, ohne die Muslime zu generalisieren. Jeder Muslim ist natürlich unterschiedlich, aber die Struktur bleibt. Ich sehe kein einziges islamisches Land, wo diese Säkularität bis jetzt stattgefunden hat, außer Türkei. Und da ist dann tatsächlich auch der Knackpunkt in der Erziehung zu sehen, weil das von traditionell immer weitergegeben wird, eben dieses Bild, diese Struktur? Ja, die islamischen Länder sind Islamdiktaturen bis heute. Sie erlauben nicht, dass der Einzelne zum Beispiel Fragen stellt über seine eigene Fähigkeit, über seine eigene Religion, in der er lebt. Sie hören sie haben fünfmal am Tag diesen Gebetsruf. Menschen kontrollieren sich untereinander, sie wissen auch nicht, wer das ist. Viele sind damit unzufrieden, aber sie finden keinen Weg, weil jede Frage ist nicht gestattet. Was meinen Sie, wie kann man denn einen Weg finden? Also tatsächlich vielleicht dann die Koranexegese zu reformieren, frauenfreundlicher den Koran auszulegen beispielsweise? Ja, es liegt an uns Muslimen selbst erstmal, weil wenn Sie die Gesellschaften angucken, kommt ja immer von innen, das kann ja nie von außen gesagt werden, jetzt verändert euch oder reformiert endlich eure Religion oder den Islam. Die muslimischen Menschen müssen diese Verhältnisse oder diese Verbindungen sehen, dass sie gefangen sind in diesem islamischen System. Und sie müssen das ja selber erstmal, indem sie zum Beispiel nicht nur den Koran auswendig lernen, sondern Vers für Vers mit den Imamen, mit den Rechtsgelehrten durchgehen und sagen, zeitgemäß trifft das heute zu. Warum muss ich so leben? Also die Frau muss diese Fragen stellen dürfen und der Mann auch. Und wie groß ist die Bereitschaft? Wie schätzen Sie das ein in der muslimischen Gesellschaft, die auch jetzt ja schon hier in Deutschland ist? Wichtig wäre, dass die Islamvertreter, dass die Islam ja auch Versteher oder Verklärer, sage ich mal, sie sind die Multiplikatoren. Wir haben die Pädagogen, wir haben Lehrer. Also wir haben sehr viele Menschen, die diese Fähigkeit hätten, eine Aufklärung vorzubereiten, weil ohne geht es nicht. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Rahmen, wo ohne Tabus darüber gesprochen werden darf. Und dann können wir sehen. Aber ich sehe erstmal keine richtig große Bereitschaft, was von unten kommt. Wir müssen immer nur mit den Menschen, die das auch wollen, denen diesen Weg bereiten und ihnen ermöglichen, dass sie das dürfen und nicht tabuisieren. Also ein klarer Appell von Necla Kelek, diesen Weg zu bereiten, damit eben frauenfreundlicher der Koran auch ausgelegt werden kann. Und das muss von den Muslimen kommen, sagt Necla Kelek. Herzlichen Dank. Günther, das in der Silvesternacht. So viele junge arabische Männer, Frauen in Köln, Stuttgart, Hamburg, in anderen Städten sexuell belästigt haben. Aus deiner Sicht, woher kommt das? Das hat sehr viel mit der Sozialisation dieser Männer zu tun. Das ist einfach das Frauenbild, mit dem sie aufwachsen. Und wenn man ihnen zu Hause vermittelt, dass eine anständige Frau sich so zu verhalten hat, wie es gewisse muslimische Moralkodexe vorschreiben, dann haben die ein ganz klar strukturiertes Frauenbild. Und dazwischen gibt es nicht viel. Das heißt, es gibt einmal die züchtige Frau, die sich ordentlich benimmt, und die Frau, die es wagt, abends feiern zu gehen. Und dazwischen ist einfach eine Welt. Ja? Und das ist das Selbstverständnis dieser jungen Männer. Ja? Und sie betrachten sich ja auch in ihren eigenen Communities als Sittenwächter. Ja? Das sind ja auch Männer, die Schwestern haben und Mütter haben oder auch Töchter haben, die nach ganz klaren Moralvorstellungen auch leben müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann erleiden sie mindestens den sozialen Tod. Und alle Frauen, die aus diesem Raster herausfallen, gelten auch in erster Linie als verfügbar. Diese sexuelle Gewaltbereitschaft der Täter, hat das was mit den religiösen Vorstellungen zu tun, mit dem Islam? Dass diese Form der Frauenverachtung nichts mit Religion oder Kultur zu tun hat, ist natürlich ein Hirngespinst und hat einfach was damit zu tun, dass wir dieser Minderheit nicht zu nahe rücken wollen, indem wir genau das kritisieren, kulturspezifisch und Religion vor allem kritisieren. Ja? Das sind ja auch unsere Ängste, die damit verbunden sind. Zum einen die Angst, dass man eben diese Minderheit denunziert, als gesamte Minderheit nicht fähig zu sein, in unserer Gesellschaft irgendwie zu partizipieren, und auf der anderen Seite auch die große Angst, den Islam als solchen zu kritisieren, weil das für jeden Einzelnen auch persönlich gefährlich werden kann. Das ist ja auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, der da auch eine Rolle spielt. Aber zu sagen, das hätte nichts mit Religion zu tun oder Kultur, und beides bedingt ja einander, spricht ja auch
dieser muslimischen Gruppe die Möglichkeit ab, sich zu entwickeln in diesem Land. Das heißt, dieser kritische Diskurs, ja, wie, welche Rolle spielt Religion, wenn es um Frauenverachtung geht im Islam, der findet ja schon seit Jahrzehnten in der muslimischen Welt statt. Ja, warum wollen wir den hier nicht fortführen und auch mit diesen Menschen gemeinsam führen? Ja? Es gibt ja schon lange kritische Stimmen im Islam, ja? Nicht nur in muslimischen Ländern, auch schon in Europa. Wir haben hier auch sehr kritische Imame. Wir haben kritische Islamwissenschaftler, die sich selbst Muslime nennen und trotzdem aber eine kritische Herangehensweise wagen an die eigene religiöse Tradition, auch gerade wenn es um Frauenrechte geht. Da können wir doch jetzt nicht drei Schritte zurück machen und den Leuten jede Entwicklungsmöglichkeit absprechen. In der muslimischen Welt gibt es diese Auseinandersetzung mit dem Thema Frauenrechte schon viel, viel länger. Es gibt schon ganz lange, im Islam gibt es schon ganz lange Muslime, Männer und Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, die sich für Rechte von Homosexuellen einsetzen und die ihr Leben dafür riskieren. Und wir achten dann immer darauf, wenn genau das passiert, wenn ein Blogger inhaftiert wird, wenn jemand umgebracht wird, weil er sich für Menschenrechte, Frauenrechte stark gemacht hat. Aber wir wagen diesen Diskurs nicht hier vor Ort zu führen. Dabei haben wir hier diese muslimischen Köpfe. Wir haben auch Imame. Wir haben auch Islamgelehrte, die durchaus bereit sind, einen kritischen Diskurs zu wagen, die auch mehr von ihrer Religionsgemeinschaft abverlangen wollen. Und da müssen wir einfach mitziehen. Ist es tatsächlich so, dass schon in dem Buch oder in der gelebten Religion solche Frauenfeindlichkeit angelegt ist aus deiner Sicht? Wenn man in eine ganz gewöhnliche muslimische Gemeinde geht und man sich dort eine Predigt anhört zur Rolle der Frau, welche Rolle sie in der Öffentlichkeit hat und wie sie sich zu verhalten hat innerhalb der Familie, dann ist es überhaupt kein Geheimnis, dass dort gepredigt wird, dass die Frau in der Öffentlichkeit keinen Platz hat, dass sie nach Möglichkeit selten das Haus verlassen soll, dass sie, und ich rede jetzt hier von einem sehr orthodoxen, konservativen Islam, rückwärtsgewandten Islamverständnis, was aber ganz viel auch in unseren Gemeinden in Europa gepredigt wird und abverlangt wird von Gemeindemitgliedern. Ja, das wird den Männern da erzählt, dass die Frau ihre Blicke zu senken hat, dass sie nicht mit fremden Männern zu reden hat, weil ja der gesamte Alltag sexualisiert wird von einer Frau. Und das ist gar kein Geheimnis. Ja? Also das ist auch nicht rassistisch, wenn man das offen anspricht, weil das sind erstmal Fakten, die auch religiös begründet sind. Ja? Das findet man in den Überlieferungen des Propheten, das findet man im Koran. Man findet natürlich auch Aspekte, die frauenfördernd sind, ja? Oder frauenfreundlich sind. Aber inwieweit können sich diese Aspekte, inwieweit wägen sie einander auf? Ja? Also was bleibt am Ende übrig, wenn dann in der Gemeinde erzählt wird, achtet darauf, dass eure Töchter nicht so viel Kontakt zu anderen haben, schon gar nicht zu Männern vor der Ehe. Was bedeutet das konkret dann im Einzelfall für den Alltag miteinander hier in Europa? Aber von dieser Predigt bis zur sexuellen Gewalt, wie sie in Köln oder Hamburg oder Stuttgart ausgeübt wird, ist es da nicht noch ein ganz großer Schritt? Ich glaube, hinzu kommt der Aspekt, dass man denkt, man hat jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Vielleicht ist es auch schon gewiss, dass man keine Zukunft hier in diesem Land hat. Und dann kann man vielleicht nochmal die Sau rauslassen und mitnehmen, was geht. Ja. Ich glaube, dass viele vor allem dieser Männer aus dem Maghreb-Raum keine Chance haben, einen Aufenthaltsstatus hier zu erlangen tatsächlich. Und so gesehen eigentlich schon auf der Abschlussliste sich selbst sehen und deswegen so eine Tat vielleicht auch dann nur noch ein kleiner Schritt ist, ja, für sie. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man sich die Atmosphäre in den Großstädten in der arabischen Welt anschaut, dann ist das für Frauen ja schon immer sehr unangenehm, abends unterwegs zu sein. Vor allem alleine ist das eigentlich fast unmöglich. Ja? Da muss man nicht mal nur an den Tahrirplatz denken. Es reicht, wenn man nach Tunis geht und dort abends vielleicht noch mal wagt, irgendwie nach 18 Uhr alleine als Frau unterwegs zu sein. Es ist eine sehr unangenehme Situation. Das können sehr viele Menschen bestätigen, glaube ich. Und so gesehen ist das ja etwas, was man schon lange lebt in der eigenen Gesellschaft. Man lebt diese Geschlechterapartheit. Wenn man die schon immer gelebt hat, ja, quasi ab Geburt, ja, also schon bei Kleinkindern fängt das ja oft an, gerade in diesen Herkunftsländern, dann ist diese Geschlechterapartheit auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Aspekt in der Sozialisation eines jungen Mannes. Gerade dann, wenn Sexualität ein so großes Tabu ist und Frauen eigentlich nur verfügbar sind, wenn man viel Geld hat, um zu heiraten, dann ist dieser Druck, ja, der auf diesen jungen Männern lastet, ein enormer. Und wenn er dann plötzlich in einer freien Gesellschaft ist wie unserer und auf einmal Frauen sieht, für die es selbstverständlich ist, dass sie sich alleine bewegen, ja, auch ohne einen Mann, auch abends, ja, und auch durchaus sich dabei auch gerne schick machen, ja, also dass das alles einfach völlig selbstverständlich ist. Ich glaube, damit sind diese Typen auch einfach überfordert.
Einfache Lösungen gibt es ja wahrscheinlich nicht. Was könnte man sofort tun? Man kann ganz viel machen. Das eine, was ich sehr interessant finde, ist jetzt, dass nach diesen Vorfällen in Köln und andernorts ganz viele Karate-Selbstverteidigungskurse für Frauen ausgebucht waren, ja? In Köln zum Beispiel. Und das erinnerte mich sofort an die feministische Bewegung der 70er, 80er Jahre. So. Das ist ja die Zeit, in der ich aufgewachsen bin und ganz viel in einem feministischen Projekt war und schon immer sehr geschult diesen Blick hatte, ja, auf diese Geschlechtergerechtigkeit. Haben wir sie oder haben wir sie nicht? Und damals war das selbstverständlich in der Frauenbewegung, dass Frauen gestärkt wurden, ganz bewusst wahrzunehmen, wenn sie sexualisiert werden, wenn es unangenehme Situationen gibt, wenn es Orte gibt, an denen sie sich nicht sicher fühlen. Das muss wieder viel mehr selbstverständlich auch verhandelt werden, ja, durchaus auch schon in der Schule, ja, was bedeutet das eigentlich für eine Frau, wenn sie sich unsicher fühlt, und welche Rolle hat der Mann da vor allem in der Gesellschaft? Und zum anderen, wenn man sich jetzt die neuen Migranten anguckt, die neuen Zuwanderer, die jetzt zu uns kommen, die kommen ja nochmal mit einem völlig anderen Selbstverständnis. Das ist ja ein archaisches Frauenbild, da fangen wir ja nochmal von Null an quasi teilweise. Da muss man auch sehr schnell damit anfangen, das konkret zu thematisieren. Ja? Das ist zum Beispiel diese Integrationskurse, die ja verpflichtend sind oder sein sollen. Die scheitern ja oft schon mal daran, dass jemand seine Frau irgendwie nicht teilhaben lassen möchte oder so. Und genau da müssen wir dann fordern und handeln. Und das ist unsere Aufgabe. Man kann ganz viel machen. Man kann vor allem bei den Kindern schon ganz früh ansetzen, weil die kommen jetzt aus dieser fremden Welt in unsere und sind plötzlich in einer freien, modernen Gesellschaft, ja, in einer emanzipierten Gesellschaft. Und wenn wir ihnen das aber nicht konkret vermitteln, dann kann das auch wieder verloren gehen, wenn wir da dieses Zeitfenster. Ich finde, Integration ist ganz oft auch einfach ein Zeitfenster. Und gerade bei Kindern ist dieses Zeitfenster noch sehr breit und offen. Und wenn man da schnell gute Ideen hat, gerade in der Erziehung, in der Schule, im Kindergarten, wenn das alles ein Ort wird, an dem Menschen wirklich zu eigenständigen, freien Individuen erzogen werden, ja, viel mehr als das jetzt der Fall ist, dann haben wir eine ganz große Chance, auch ganz viele dieser jungen Menschen für uns zu gewinnen. Ich bin mir ganz sicher. Müssen wir Deutschen dann viel stärker über uns nachdenken, also was wir eigentlich auch als über uns als Einwanderungsland? Ja, ich finde, wir müssen auch vor allem über die Apartheid in unseren Köpfen nachdenken, weil unser Blick auf den vermeintlich Fremden ist ja immer entweder dieser Wohlwollende, ja, aber nie auf Augenhöhe, oder eben der Ablehnende. Und ich finde, das dazwischen, das ist genau das, was wir brauchen. Ja? Genauso kritisch, wie wir mit uns selbst umgehen, müssen wir auch mit dem anderen, dem vermeintlich anderen, umgehen. Denn so anders ist der ja am Ende dann doch nicht. Und ich denke, wenn man den Menschen das Gefühl vermittelt, ich finde das völlig legitim, dass du bei mir Schutz suchst, aber ich erwarte von dir, dass du mich akzeptierst und respektierst mit dem, was wichtig für mich ist, ja? Also das ist doch ganz menschlich, und ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann. Und da müssen wir auch kritisch sein, ganz klar, kritisch, und trotzdem aber nicht aus dem Blick verlieren, dass diese Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit ein Teil unserer Gesellschaft werden wollen, dass sie Mitbürger sein werden, dass sie es jetzt schon sind eigentlich, ja, und dass wir sie auch genauso behandeln. Empathisch, gleichberechtigt, aber auch kritisch. Am Ende ist das der Knackpunkt. Es dreht sich alles um Sex. Es dreht sich alles um das Geschlechterverhältnis. Das ganze archaische Religionsverständnis, diese patriarchalen Strukturen, ja, die kulturell und religiös verfestigt sind in der muslimischen Welt, ja, können am Ende reduziert werden genau auf das. In dem Moment, wo das aufgebrochen wird, in dem Moment, wo der türkische, arabische Junge sich nicht mehr schämen muss für seine Schwester, weil sie es wagt, abends in die Disco zu gehen, weil er in einer Gesellschaft lebt, die das toleriert, kann er ablassen von dieser Moralvorstellung. Ja. Er kann endlich ablassen von diesem Frauenbild, und es erleichtert ihn auch. Ja. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der kann aber nur stattfinden, wenn man sich auch damit ernsthaft auseinandersetzt, ja, und wenn man diesen jungen Menschen auch die Möglichkeit gibt, genau das für sich hier zu verarbeiten. Man muss es kritisieren. Wir sind verpflichtet.